Dann. Tschüss. Servus und hallo zu den unendlichen Weiten Stellaris. Ich hab den Text vergessen. Mit mir dabei der Ando. Moin, moin. Sternzeit. Ich weiß gar nicht, was ist heute? 2-1-2-2. Nee, 2-1-1-0-2-0-1-7. Ja. 2-1-1-0? Wir sind im Jahr 2110 oder was? Haben wir nicht immer 2-1-1-0-2-0-1-7? Wir haben doch immer mit dem Jahr angefangen, oder? 2-0-1-7-2-1-1-0? Ja. 1-1-0-0-1-1-1-1-0-0-1-1. Ja, 2100. Wir spielen dieses Spiel immer noch. Mittlerweile ist Version 2.7 draus. Wir nennen es mittlerweile nicht mehr Let's Play, wir nennen es eine Odyssee 2100. Ja, echt. Ah ja, so, ja. Unendlichen Odysseen. Wir sind ein paar Wochen raus, von daher verzeiht uns, wenn wir erstmal wieder reinkommen müssen. Ja, raus, komm wieder rein. Raus und rein. So, Icke war im Krieg. Icke nicht. Das ist nicht ungewohnt. Ja, ne? So, dann, wo könnt ihr denn mal hin? Ihr könnt... Bam, bam, bam. Da ist ein Forschungsschiff, da ist noch ein... Ja, da sind Konstruktionsschiffe, die könnt ihr mal abfangen. Dubi, dubi, dub, dub. Dubi, dubi, dub. Wieso bewegt... Oh, wir sind auf Pause, okay. Warum geht das so richtig viel weiter? Yay! Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ich habe einen Trump-Sektor? Triumph-Sektor, okay. Donald Trump. Ja, ja. Okay. Das ist jetzt auch ein neues Feature im Spiel. Man kann einer anderen Rasse nur noch per Twitter den Krieg erklären. Hostile fleet. Produktion, Forschung, Lebensdauer. Ja, komm, nimm mal den. Ding, ding. Ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Oh yeah, baby. Was letztens mal oh yeah, baby. Was war denn das? Ich habe keine Ahnung mehr wirklich, was das alles noch so groß bedeutet. Was hat er denn jetzt bekommen? Er hat Baukosten planetar und Baudauer planetar reduziert. Okay, na gut. Jo, was hast du schon wieder bekommen? Station under attack. Die Hämorrhoiden. Was ist Station under attack? Moment, Moment, was? Moment. Monchichi, was nein? 103 Jahre alt ist der, okay, nicht schlecht. 122 ist der. Okay. Aha. 5 Sterne hat er mittlerweile. Not bad. Ich glaube, da habe ich mich noch nie durchgeguckt. Oder so, schon sehr lang nicht mehr. Wie alt meine Anführer so sind, wie viel ich so habe. Ich glaube, das Einzige, wo ich es grob sehe, ist... Oh, meine Forscher sind jung. 54, 58, 45. Ich glaube, die sind letztes Mal alle gestorben. Alle. Alle gleichzeitig. Wir haben dieses wie heißen die Dinger nochmal hier? Richtlinien und Erlasse eingeführt. Aktive Sterbehilfe für Altfortgeschrittene. Für Forscher. So, wo habt ihr denn eure Flotte jetzt wieder hingebracht? Ah, da drüben, alles klar. Da war die Forschung. Forschungsgeschwindigkeit plus 10%, da auch plus 10, da auch plus 10. Und die sind alle des 100, des 46, des 55. Na gut, 100 geht sogar noch. Ja, vielleicht kriegen wir da trotzdem noch einen jüngeren. Da
der 50-Jährige vielleicht. Damul. Voll Damul. LOL. Ja, ein Forschungsschiff mit gerade mal 2 Schüssen zu vernichten vom Gegner, das ist echt schon so ein bisschen... Overpowered. Der ist 103 gewesen, ne? Der war 61 und der mit 122, der verreckt ja auch bald. Er ist so gut wie tot, Jim. Brauche ich den noch irgendwo? Rätsel des Universums, interessante Position. Das brauche ich nicht. Situation Log updated. Weil sonst tausche ich den gleich mal aus. Ich habe nämlich gerade so viele Wissenschaftler. 3, die nur rumsitzen und nichts machen. Der fliegt nicht mit seiner Flotte, das ist ja unglaublich. Das geht nicht. Hostile Fleet engaged. Hostile Fleet engaged. Situation Log updated. Der kommandiert das eine Schiff. Der hat eine Erkundungsgeschwindigkeit. Ach ja, oder ich nehme den. Würde ich natürlich auch machen. Was waren eigentlich nochmal die Kriegsziele? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, 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 das ist so. Ihr werdet alle sterben. Frieden? Wir brauchten sowas. Ja, ja. Kadia. Wie du mir so Kadia? Verdammt. Kabel Kadia. Hostile Fleet engaged. Hostile Fleet engaged. Da. Dieses System wollte ich haben. Okay. Situation Log updated. Ich erinnere mich. Situation Log updated. Situation Log updated. Situation Log updated. 104, ne? Ja. 104, ey. Das ist schon ganz schön alt. 123 auch. So, 55% Kriegsstand. Hostile Fleet engaged. Situation Log updated. Debris analyzed. Okay. Was forschen wir eigentlich noch so? Okay, da ist eine Modifizierung am Laufen, die geht noch 3 Monate. Okay. Wieder auf dem Laufenden. So, den kann ich mal weghauen. Das ist der erste, den ich hinauswerfe. You are fired. Ja. Gibt's gleich Separatistenaufstände. Boah, sie haben den coolsten rausgehauen. Das geht ja mal gar nicht. Hört mal. Ressourcen. Ja. Okay, dann gucken wir uns mal die Planeten an. Die guten Planeten. 14, 5, okay. Das ist auch ein bisschen viel. 17 Nahrung. Auch dezent, also. Kaum, oder? Debris analyzed. Und ob sie schon lebten in Überfluss. Oh.
Was hat der bitte? Ist das neu? Fehlte Stürme, okay. Was hast denn du da bitte? Kann man die so wegmachen? So. Da war ich gleich der Gouverneur, okay, vom Sim-System. Na, sehr schön, gut, dass ich gerade Platz geschaffen habe. Wir brauchen wieder einen neuen Anführer. Special Project complete. Feldproduktion, Sklavenbonus, Sklavenbonus. Na, dann nehmen wir die Feldproduktion. Viel Spaß. Und Schnaff, ja, du kriegst auch noch was. Wie Spaß, was kriegst denn du? Einen mit Baukosten für Blocker? Ist ja voll langweilig. Irgendwie gibt's gerade keine guten. Na, dann warten wir noch. Ja, Baukostenblocker gegen in dieser Spielphase ist echt so ein bisschen so, okay. Ja, ist wie Sklaverei, wenn man nicht wie Sklaverei spielt. Hast du Sklaven? Nee, kann ich nicht halten. Ah, okay. Du mit deinen geilen Richtlinien, ne? Ja. Dann nehme ich bloß nicht an. Oh, Frieden. Haben wir das System bekommen? Oh, sehr schön. Nice. Sehr schön. Ich kann die Dingens gar nicht so gescheit abbauen, diese Nahrungsfelder, weil teilweise geben die halt irgendwie plus, keine Ahnung, dieses eine da zum Beispiel plus 20. Wenn ich das abbaue, sind wir gleich wieder im Minus. Also besser mega im Plus als im Minus. Es gibt 13, es gibt 8, es gibt 11. Echt übel. Und diese Plus und Minus sind teilweise eh verbuggt, finde ich. Weil dann reißt es einmal ab, so ein Nahrungsgebäude, und zack, auf einmal sind die schon wieder im Minus. Warum auch immer, auch wenn es eigentlich rechnerisch sich ausgehen sollte. Die haben auch gar nicht so riesig viele Nahrungsfelder auf dem Planeten. Mich wundert, dass die so einen Plus haben. Überrascht mich echt, die haben 3 Nahrungsfelder. Naja. Hergezaubert. Ja. So. Oh, da haben wir noch Blocker. Guck an. Guck an, das war ein neuer Planet. So, dann stimmt, ich glaube, den habe ich beim letzten Mal noch irgendwie dazu bekommen. Eine miese Ansicht hier. Gouverneur erlangte Eigenschaft. Gouverneur mit Glock-Glock-Gotz hat eine höhere Stufe erreicht und folgende Eigenschaft erlangt. Intellektuelle Antwort, schön für ihn. Nice. Selber schuld. Antwort. Echt wahr. Eine primitive Farm? Okay. Hast du? Da kriege ich doch sicher was Besseres hin. Gibt's ja auch was von Ratio Farm. Ja, die, denen ich geholfen habe, da in die nächste Zivilisationsstufe aufzusteigen, die hatten eben nur so primitive Farmen, die plus ein Nahrung produzieren. Das ist ja mal gar nichts. Nee, nicht wirklich. Denen zeige ich mal, wie das geht. Zack, haben sie Minus. Okay, lass die erstmal bauen und abreißen. Und rumtun. So. Ja, euch geht's ja auch ganz gut, was ich so sehe. Von der Logik her muss das hier sein. Habe ich bei denen schon die ganzen Sachen gebaut, wie Monument der Reinheit und sowas? Ja, passt. Sehr schön.
Wie sieht es mit dem Raumhafen bei denen aus? Sieht auch soweit ganz gut aus. Ja, die erste Folge ist halt wieder so eine Reinkommen-Folge. Ja. Debris analyzed. Der Moment, wenn du Trümmer analysierst und da drin sind überhaupt keine Forschungsdaten mehr und du das Gefühl hast, alles um dich herum ist einfach nur noch blöd. Weil es so weit im Rückstand ist, dass es gar keine Punkte mehr gibt. Einfach nur noch blöd. Der Moment. Wer kennt's nicht? Hashtag der Moment. So, wie sieht's denn an der Fraktionsfront aus? Oh, das geht. Oh, 28. Gut oder schlecht? Also gut in der Anzahl, es gibt lediglich 5 Fraktionen. 2 davon haben eine davon haben 2 Mitglieder. Aber eine Fraktion, die von Otskotzisch, die hat 28 Mitglieder. Na gut, weil du gerade im Krieg warst wahrscheinlich. Ja, come on. Come on. Weiß, come on. So, Alchissa. Gesundheit. Danke. Über die alten Chisser. Sektor verwalten und viel Spaß mit dem Planeten. Gut. Jetzt so. Gut, dann habe ich wiederum 11 von 11 Planeten direkt kontrolliert, das ist gut. Es ist gut. Ui, ja, ihr seid ja mega zufrieden. Das ist ja Wahnsinn. Aber euch geht's ja hervorragend. Ihr hasst uns ja wie die Pest. Können wir da irgendwas tun oder nicht? Kelasan, Zufriedenheit 0%. Nice. Darf ich euch säubern oder so? Hm? Alle Kelasan säubern? Lololololo. Tschüss. Und weg mit euch. Kelasan. Situation log updated. Ist das neu, dass es jetzt automatisch aufploppt? Habt ihr das gesehen bei der Sura? So schnell geht's mit den Kelasan. Wollt ihr die nächsten sein? Oder wollt ihr euch endlich mal am Riemen reißen? Reißt euch am Riemen! Ansonsten hängen wir euch am Rasegel auf. So. Mhm. Jo, also meiner einer wäre soweit. Für was jetzt? Adex. Oh, hier kommt Alex. Debris analyzed. Oh ja, jetzt gibt's Forschungspunkte hier. 15 und 30, Halleluja, wo kommt denn ihr her? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Von Otskotz, bitte sehr. Nein. So. Wir haben vor, Krieg zu erklären. Ja. An Adex. Rontos gegen Boko Sheran. Jo, macht euch noch gegenseitig. Das sind die zwei größeren hier noch. Das ist nice. Die waren mal auf Du und Du, oder? Ja, waren sie mal. Bevor die Undingen sich erhoben haben da. Das ist diese Endzeitbedrohung, ja. Ja. Tja, das Schöne ist, wir haben gegen beide vor kurzem erst Krieg geführt. Das heißt, beide sind eigentlich militärisch und wirtschaftlich ein bisschen angeschwächt. Mhm. Wenn sie sich jetzt noch weiter in die Knie zwingen dadurch, kann uns nur recht sein, finde ich. Hab ich nichts dagegen. Überleg gerade, ob ich noch in den Krieg einsteigen soll. Gegen Boko? Gegen Rontos oder was? Ja.
Boku ist mal recht egal. Außer, dass mich die Farbe stört. Weißt du, an sich habe ich ja nichts gegen dich. Wie ich. Aber deine Farbe, oh. Entweder du änderst dein Logo oder du bist Geschichte. Ich glaube, das Logo kann bleiben, aber die Farbe muss anders. Ja, hat sich da gerade was unabhängig gemacht? Wo denn? Bei Rontos? Ist gerade was aufgeploppt. Mirovadia? Ja, das fällt mir auch gerade auf, dass er irgendwie so ein... Schwarzer Batzen. Das ist gar keine Farbe. Wenn du nah ranzoomst, kannst du da die Sterne dahinter sehen, was du sonst nicht siehst. Ja, das stimmt. Ist farblos so. Ja. Geil. Die haben sich unsichtbar gemacht. Captain, die haben eine Tarnvorrichtung. Ihr könnt das natürlich auch als Cliffhanger nehmen für die nächste Folge. Ist schon so. Oh, wir sind bei 22, okay. 5 Minuten oder so haben wir noch. Mann. Und ich halte hier immer noch die Unabhängigkeit von irgendwas Karabnarischem hier oben. Das, was die Endzeit-Bedrohung immer wieder angreift. Endzeit-Bedrohung, sage ich, das gefallene Reich. Boah, du bist aber auch schon schön groß geworden. Ja, ne. Also, Hast du gerade durch Otzkotz wieder was gewonnen? Ja, und zwar... Wie heißt das hier? Biondasat. Gesundheit. Ah, das. Okay. Ja, Otzkotz ist ja auch süß klein. Jo, ne. Das ist ja... Sieht ein bisschen aus, wenn man es von der Seite anguckt, wie das Steam-Logo, finde ich, so ein bisschen dieses... Das Steam-Logo. Ja, diese komische... Research complete. Wie heißt das denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ach so, ja, stimmt, ja. Das, was aussieht wie ja, früher bei Zügen, dieses oder? Ding, was sich da so gedreht hat. Was weiß ich, wie es heißt. Was? Wir können es eh nur wieder falsch sagen. Dann sagen wir hier, was weiß ich, wieder... Sagen das wir Ding, was sich gedreht hat. Ne? Dann sagen wir wieder wie bei Timelines, Biedermeier-Kolben. Und jetzt war es der Erlenmeier-Kolben und das wird uns dann wieder vorgehalten und... Die alte Leier. Ja, echt was. Die wird kaum was recht machen hier. Ich guck grad, wenn ich noch so einen Krieg erklären kann. Was schnell gehen wird. Die oberhalb von Adex, dieser kleine Klumpen. Aber die brauche ich nicht so wirklich. Die Erdklumpen oder was? Oder. Ne, die Erde dürfte ja weg sein. Nee, waren die nicht noch irgendwo mit irgendwie so ein Bier haben oder so? Habe ich die nicht beim letzten Mal noch erwischt? Ich weiß es nicht. Könnte aber auch sein. Vielleicht gibt's die auch noch. Was heißt ihr? Ah, da ist auch dieser Bierham drin, okay. Bralix? Klingt wie Obelix? Bralix, Asterix, Obelix, Lix und Bralix. Auf große Wanderschaft, ja. Ja. Und Rontos hat Krieg mit, Rocheren. Oder noch mit wem anderen. Nur mit Bokascheren? Ne, tatsächlich mit diesen und neuen... Und mit Mirovanda, ja. Mirovanda, das klingt doch wie so eine Wanderhure. Entschuldigung, aber. Ist aber geil, wenn man sich da den Krieg anschaut, oder? Rontor, Verbündete, zack, 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 Feinde, nur einer. Siehst du's? Ja, ich glaube, aus Sicht von Bokascheren, wenn man Bokascheren anklickt, die sieht wahrscheinlich ein bisschen ekelhafter aus. Ja, ich glaube auch. Obwohl, nee. Was? Moment. Naja, Feinde, zack, 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 zack. Ach, das ist nicht Bokascheren. Nee, Rontos führt gerade 2 Kriege, unabhängig. Oh, Alter. Ja, aber interessant, dass man jetzt auch die Kriegspunkte sieht. Ich glaube, das ist neu. Das hatten wir letztes Mal auch schon gesagt. Ich glaube, entweder ist es tatsächlich mal dazugekommen. Ich meine, wir updaten ja schon seit 4 großen Versionen nicht mehr. Wir hängen immer noch bei 1.4.1 fest, während letztens ja. 1.8.1 rauskam. Ja. Also entweder gab es das tatsächlich oder...
Oder wir haben es nie gesehen, aber wir haben uns doch mal gewundert, dass wir das nicht entdecken. Das Schlimme ist, als wir das gesagt haben, dass das eventuell neu ist, das ist immer noch nicht veröffentlicht. Das kommt ja auch erst nächstes Jahr. Und da hat noch keiner von euch darauf antworten können, das verzeihen wir ja auch. Boah, guck dir die Kriegspunkte an bei Mirovanda, also von Rontos gegen Mirovanda. Boah, wie schnell das hochgeschossen ist. Die belagern die gerade voll, glaube ich. 49, läuft. Gleich siehst du wieder, zack, ist jetzt ein Vasall. Ja, und dann steht Boko Sheran alleine da, im Krieg gegen Koalition auf Frontos, Oberbadin-Hierarchie, republikanische Ubarik-Kolonies, theokratische Iloponone, Rontos-Staaten, Mirovandia-Galaktik-Konsortium, Mirovandia-Blessed-Foundation. Halt doch noch in 10 Tagen wieder ein, wenn Hanno durch ist. Interessant, wenn man jetzt hier so Gruppe fliegt, dieses Mirovandia, da gibt es ungefähr 4, 5, 6, 7 verschiedene Nationen schon von. Das ist auch irgendwie so eine Spezies, die immer mal wieder zerschlagen wurde in noch kleiner. Wie sagen die gar nichts? Die sagen die eigentlich auch so gar nichts, aber wenn man in die Kriegsliste guckt, gegen wen Boko Sheran alles kämpft, die heißen ja alle, warte mal, das ist ja, das sieht man ja sogar. Ganz links, Mirovandia Galaktik Konsortium, dann das blaue Mirovandia da, Galaktik Mirovandia. Die sind alle in der ganzen Gegend bei Rontos so. Haben sie sich jetzt alle umbetauft oder? Wo geht denn hier ab? Das ist jetzt der neueste Trend. Wir fassen das Ganze mal zusammen unter Mirovandia. Machen aber 10 verschiedene. Was wir auch zusammenfassen ist, vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Schaut euch bei Facebook, Twitter, Discord, Timelines, Valvo und alles, was ich noch vergessen habe, vorbei. Aber wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann, ja. Macht's gut und Mos. Oh Mann, die Porno-Verabschiedung.